Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen, ja, ihr habt richtig gelesen, zu einem Unpacking von Avel. Ich habe seit Ewigkeiten, wirklich, das ist meistens wirklich Ewigkeiten, mal wieder bei Avel bestellt. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch gar nicht bestellt. Und da jetzt ja letzte Woche mein Geburtstag war, also an dem Tag, an dem das Video hochkommt, genau vor einer Woche, dachte ich, es ist Zeit, mir mal was selbst zu gönnen, wobei ich mir im Monat Oktober aber auch einiges selbst gegönnt habe. Da kann ich gerne auch mal ein Video dazu machen, irgendwie so Geburtstagsgeschenke an mich selbst oder sowas. Und generell Geburtstagsgeschenke, wenn euch sowas interessiert. Denn es sind auch noch zwei andere Bücher geworden, die ich von meinem Freund geschenkt bekommen habe. Aber da wollte ich eh dann, sobald ich ein paar mehr Bücher habe, noch ein Neuzugänge-Video machen. Ja, generell sind in diesem Paket, das ist jetzt auch nicht so mega groß, also schon ein bisschen, aber ich hatte ja schon auch größere Avel-Pakete, auch hauptsächlich so Häkelbücher, also so, wie sagt man denn, so Hobbybücher und sowas sind da jetzt hauptsächlich drin, aber eben auch drei richtige Bücher. Und ja, ich dachte, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das Häkeln habe ich generell ja in der letzten Zeit auch immer mal so ein bisschen in meine Videos einfließen lassen und ein paar von euch haben da auch Interesse gezeigt, weil sie gerade auch häkeln oder stricken. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, aber ein bisschen Ähnlichkeit haben sie ja schon. Ja, Interesse wurde daran gezeigt und ich bin total auf dem Häkeltrip aktuell. Dieses Top zum Beispiel habe ich jetzt gestern beendet, habe ich selbst gemacht. Dann habe ich außerdem auch noch diese Weste hier gemacht. Mit übrigens auch Wolle, die ich dann zum Geburtstag bekommen habe. Also die ist total kunterbunt. Also eine Weste, die man dann über bestimmte Dinge ziehen kann. Ich mache das ganz gerne zu Blusen. Und außerdem habe ich auch noch eine Tasche gehäkelt. Das war so mein erstes Häkelprojekt. Dazu sollte jetzt auch endlich auf meinem Zweitkanal dann halt allerdings auf Englisch auch ein Video zu sein. Ja, und ich habe total Lust und total Interesse aktuell selbstgemachte Dinge zu tragen und zu machen. Zum Beispiel auch diese Halskette hier, diese Choker. Sollte jetzt auch in meinem Shop sein, auf Etsy, aber sonst mache ich halt auch wirklich gerne Dinge für mich selbst. So, das war jetzt, glaube ich, genug Promo zu meinen Shop-Sachen und meinem Zweitkanal. Sorry dafür, aber irgendwie dachte ich, muss das jetzt mal vorab erwähnen. Ich habe jetzt auch lange genug gequatscht. Jetzt fangen wir einfach mal an, dieses Paket hier zu öffnen. Ich bin sehr gespannt, weil es ist jetzt doch auch ein bisschen länger her. Und so ganz kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, was hier so alles drin ist. Und bei solchen Hobbybüchern ist halt auch immer die Sache. Also manchmal sehe ich es eben nicht ein, den vollen Preis dafür zu zahlen, weshalb Avel perfekt ist. Aber manchmal sind die Bücher auch irgendwie ein bisschen sinnlos und da man jetzt nicht vorher reingucken konnte, mal schauen, was da einfach so alles ist. Und ja, das erste springt mir jetzt hier auch schon entgegen. Das ist tatsächlich hier ein Taschenbuch. Und das finde ich super, weil Taschen machen sehr, sehr viel Spaß zu häkeln. Ich hoffe, dass es Häkeln ist eigentlich nur. Genau, Häkeln. Häkeltaschen und ja, da bin ich mal gespannt. Die hier zum Beispiel sieht schön aus. Und da ist was Kleines. Und man hat hier auch die Muster, wobei ich mit solchen Mustern noch gar nicht viel anfangen kann. Also ich kann mit einer Anleitung allgemein schon viel anfangen, aber solchen Häkelmustern. Die ist super. Ja, muss ich mal gucken. Es ist ein perfekter Zustand. Da ist nur so ein kleiner Strich unten drauf, weil es halt Mängelexemplar ist, aber ansonsten perfekt. Und ja, ich habe vor, meiner Familie auch einiges selbst zu machen zu Weihnachten. Da muss ich jetzt auch direkt schon anfangen, weil sonst dauert es ja ewig. Wenn ihr dazu irgendwie was wissen möchtet, ein Video haben möchtet, lasst mich auch bitte gerne wissen. Und ja, jetzt kommt das erste Buch, das kein Handwerksbuch, kein Hobbybuch ist. Und zwar Arno Strobel, die App. Ich habe ja von Arno Strobel dieses
Offline-Buch gelesen. Fand es eher so, zwar nicht schlecht, aber es war jetzt nicht meiner Meinung nach dem Hype gerechtfertigt. Aber trotz allem fand ich es gut, weshalb ich mir jetzt die App gerne mal noch angucken möchte. Und zwar ist es ja hier so ein Smart Home App-Ding. Also du hast die App auf deinem Handy, sie ist unheimlich praktisch, du kannst dein ganzes Zuhause damit steuern, jederzeit von überall, die App ist sicher, das sagen alle, aber was, wenn nicht? Und dann plötzlich verschwindet eben die Ehefrau, es gibt keine Spur, keiner glaubt dir, du bist allein und sie wissen, wo du wohnst. Ja, fand ich, hat sich sehr interessant angehört, sehr spannend, ich hoffe, dass es das auch sein wird und ja. Ich würde jetzt Arno Strubbel gerne auch nochmal eine Chance geben. Wie gesagt, sein Offline-Buch war jetzt nicht schlecht, aber es war einfach so extrem gehypt, dass ich doch ein bisschen enttäuscht war und deswegen jetzt nochmal hiermit probieren. Fand ich super, dass das als Manual-Exemplar auf Avell verfügbar war und ja, ich glaube, ich habe die Hälfte gezahlt. 6, 7 Euro. Also perfekt. Dann habe ich mir noch A Fate Darker Than Love von Bianca Iosivoni mitgenommen. Das ist ein Fantasy-Buch oder eher Romantasy. Da war ich mir dann schon wieder nicht so sicher, aber es geht eben um nordische Götter, nicht nördische Götter, nordische Götter und Valkyren und solchen Kram. Und das fand ich dann doch sehr, sehr interessant. Die Frage ist halt, ob das mit den Romance ein bisschen zu extrem ist für mich, aber es wird sicherlich gut sein. Ich habe schon viel Gutes über dieses Buch gehört. Ich finde, es ist eine super Ausgabe, die ist so floppy und so einfach cool, fühlt es sich irgendwie an, so als würden da keine Leserinnen entstehen. Finde ich richtig cool. Ich meine auch das Cover, unfassbar toll. Ja, mehr weiß ich ehrlich gesagt gar nicht über dieses Buch. Ich wollte es einfach mal probieren. Das dunkelste Geheimnis liegt oft in dir selbst, steht hier noch direkt fett auf dem Rücken, hier ganz oben. Und das hört sich doch auch sehr interessant an. Geheimnisse in Büchern sind auch immer toll. Und ja, das wäre das zweite Buch. Habe ich dann noch ein drittes Buch? Ja, genau. Epidemie. Ja, ihr werdet mich vielleicht für verrückt erklären, wieso ich jetzt gerade in der aktuellen Situation, in der wir uns ja immer noch befinden, so ein Buch bestelle. Aber ich habe es ja auch schon öfter mal erwähnt, ich bin da immer jemand, der gerne sowas liest, wenn man sich mittendrin befindet. Vielleicht um zu sehen, dass es doch eigentlich gar nicht so krass ist, wie jetzt in dem Buch beschrieben. Das hört sich jetzt, glaube ich, blöd an, wenn ich das so sage, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Zum Beispiel Flugzeugabsturz, Horrorbücher in einem Flugzeug zu lesen, sowas finde ich persönlich irgendwie cool. Ich weiß auch nicht warum. Hier geht es jetzt allerdings nicht um eine Grippe, Epidemie, Pandemie oder sowas, sondern um eine Fettepidemie. Ja, es geht hier im Prinzip um Diskriminierung und Propaganda gegen dicke Menschen, es gibt Fettcamps und es hört sich alles sehr nach Drittes Reich trifft auf Fettphobik an und das fand ich dann doch sehr interessant, weshalb ich mir das jetzt auch mal mitgenommen habe und es scheint mir nach einem super kleinen Verlag auszusehen, Arktis Verlag, ich glaube von dem habe ich noch nie was gehört. Aber ich könnte mich natürlich auch irren und es ist ein größerer Verlag. Oder gehört zu einem großen Verlag, das weiß ich jetzt nicht. Naja, aber hier bin ich auch sehr gespannt darauf. Ich weiß nicht, ob das ein Thriller ist oder ob es einfach nur gesellschaftskritisch ist. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ja, und jetzt geht's weiter mit Hobbybüchern. Ich glaube nämlich, das waren sie jetzt, diese richtigen Bücher, die Belletristikbücher. Also falls euch jetzt das alles nicht mehr interessiert, dann tut's mir leid. Dann war es das jetzt mit dem Video schon für euch und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Aber für die, die jetzt da Interesse dran haben, machen wir natürlich gerne weiter. Und ich zeige euch hier noch weitere Häkelbücher. Ich glaube, es sind alles tatsächlich nur Häkelbücher.
Zum einen hier nochmal was Richtung Taschen. Taschen und Accessoires häkeln aber in Mosaikdesign und ich finde, die sehen einfach unfassbar toll aus. Ich würde mich immer noch als Anfänger bezeichnen. Ich meine, ja, es kommt zwar was dabei rum, aber wenn man genau hinguckt, haben meine Dinge schon auch noch ein paar Fehler, beziehungsweise sind einfach ganz normale Grundhäkeldinge, die ich aktuell benutze. Auch hier jetzt bei dem zum Beispiel sind die Ärmel so ein bisschen flügelartig geraten. Da habe ich irgendwas komisch zusammengenäht und ich habe es dann versucht hier unten zu retten, indem ich da ein bisschen was zusammengebauscht habe und zusammengenäht habe. Aber es sieht immer noch sehr flügelartig aus, was aber irgendwie auch ganz cute ist. Deswegen lasse ich es jetzt doch mal. Ja, aber trotzdem würde ich mich als Anfänger immer noch bezeichnen, auch wenn ich jetzt gerade sehr viele Dinge mache und in Planung habe. Deswegen wird es interessant sein, ob ich sowas hinbekomme, aber ich fand, das sah einfach unfassbar schön aus und habe da auf jeden Fall Lust dazu. Oh, ja, okay, ich glaube, das ist ein bisschen... Man muss da zwei verschiedene Häkelprojekte zusammenführen, aber warum nicht? Vielleicht wird es ja ganz cool. Hier steht halt leider nicht drin, ob es für Anfänger ist oder nicht. Aber vielleicht so ein Stirnband bekommt man dann doch am Anfang noch hin. Aber die Taschen, wo sind sie denn? Die fand ich, sahen einfach wirklich richtig schön aus. Hier zum Beispiel, das ist jetzt glaube ich ein bisschen überbelichtet durch die Softbox. Aber richtig toll fand ich eben diese Handtasche. Die ist ja auch ganz vorne drauf. Also vielleicht bekomme ich irgendwann sowas noch hin. Mal gucken. Ja, aber deswegen ist es halt toll, solche Bücher günstiger zu bekommen, weil man sich dann da mit der Zeit so ein bisschen dran hangeln kann. Dann habe ich mir noch das hier bestellt. Und zwar ist dieses Chenilgarn mit solchen, ja, Amigurumi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, auch sehr, sehr angesagt, immer noch, schon seit einer längeren Zeit. Und ich dachte, warum probieren wir es jetzt nicht einfach auch mal? Oh, hier ist zum Beispiel eine Katze, ist sie nicht süß? Ich bin ja so ein Katzenfan, weil ich ja auch eine Katze habe. Aber, ja. Da ist jetzt zum Beispiel noch Norbert, das Kuschelnilpferd. Ich weiß dann zwar nicht, was ich mit solchen Kuscheldingen machen soll. Da wäre dann vielleicht eher sowas hier cool. Eine Wärmflaschenhülle, weil einmal im Monat brauche ich immer eine Wärmflasche. Ja, eine Buchhülle, das wäre ja auch mal ganz cool. Also hier ist alles Mögliche drin. Oder hier so ein Stiftenutensil mit Ohren. Ja. Also das fand ich auch einfach schön, sich inspirieren zu lassen. Und ich habe mir jetzt auch mal so ein Garn gekauft. Ich weiß allerdings nicht, ob ich genug habe, um so ein paar größere Sachen mitzumachen. Aber das würde ich einfach auch mal gerne ausprobieren und fand es einfach süß. Und vielleicht gibt es hier irgendjemand mit Kindern, denen ich sowas schenken kann. Jetzt nicht in meinem Umfeld, glaube ich zumindest. So. Dann habe ich hier noch Sommersonne-Häkelzeit. Das ist jetzt natürlich für aktuell eher nichts, aber ich meine dieses Top eigentlich auch nicht. Wenn man dann zu Hause bleibt, ist es ja in Ordnung. Genau, aber so ein bisschen lockerere Maschen, irgendwas Cooles für den Sommer. Ein Rock zum Beispiel, hier wäre ein Rockkleid. Die Farben finde ich jetzt eher nicht so cool, aber ich dachte, warum nicht auch mal in sowas reinschauen. Oversized Shirt. Ja, hier ist es halt, diese Häkelschrift, ne? Damit kann ich zum Beispiel noch nichts anfangen, aber hoffentlich bald, wer weiß. Das hier finde ich unfassbar schön, das ist das vom Titelbild. Ja, da sind dann auch kleine Kleider drin, Poncho, Dreieckstücher. Der ist halt auch richtig toll, der Strandrock. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt in gelb machen, aber ja, unfassbar tolle Dinge und da habe ich auch sehr, sehr viel Lust drauf dann für den Sommer.
Man kann ja eigentlich auch nie früh genug mit sowas anfangen, ne? Hier, was habe ich noch? Geschenke stricken mit Debbie Bliss. 30 Ideen für die ganze Familie. Das ist doch perfekt. Oh, aber stricken sehe ich jetzt gerade. Oh, was habe ich denn da gekauft? Da habe ich wahrscheinlich gedacht, euer Stricken lerne ich ja direkt. Ja, ich kann noch nicht stricken. Ich sage noch nicht, weil ich es unbedingt auch vorhabe. Gut, deswegen kann ich das jetzt nicht unbedingt benutzen. Vielleicht dachte ich, dass es doch auch interessant wäre, um sowas nachzuhäkeln. Es sieht zwar anders aus, oft von den Maschen, aber es gibt so ein bestimmtes Häkelmuster, das sich sehr dem Grundstricken ähnelt. Und vielleicht dachte ich, hier werden auch Inspirationen dann drin sein. Das zum Beispiel finde ich unfassbar schön. Das ist so ein Hut. Armbänder, das ist ja auch cool. Ja, also da, wenn ich dann doch irgendwann mal mit Stricken anfange, ist da sicherlich auch was Cooles dabei. Ist jetzt auch viel für Babys. Oh, was für den Hund. Das wäre auch süß, mal für was für meinen Kater zu häkeln. Ja, also das ist jetzt eher Stricken. Ist aber ein schönes Buch. Ich hoffe, dass ich es dann irgendwann auch benutzen kann. Und das allerletzte Buch wäre dann hier noch was von Mai Boschi. Von Kopf bis Fuß häkeln. Und das fand ich halt auch interessant. Mützen, Socken vor allem finde ich auch interessant, dass man die auch häkeln kann. Und, oh, das ist ja schön. Hier, das ist so ein, auch so ein Top. Auch sehr schön. Ja, also ich glaube, dieses Buch sieht auch cool aus. Was ist denn da? Ist was drin? Ah, My Self-Made Boschi. Das ist so ein Etikett hier, könnt ihr das sehen? Das kann man dann dran nähen, das ist ja süß. Es sind mehrere. Süß, dass das dabei ist. Ja, eine Mütze zum Beispiel habe ich auch noch nie gemacht, aber fände ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, warum nicht? Da sind viele Mützen drin. Das ist jetzt aber auch super für die aktuelle Zeit. Und da ist dann auch drin, wie man Bömmel macht. Perfekt. Ja, also das sieht auch nach einem sehr schönen All-Round-Buch aus. Und das war's. Ja, der Karton ist leer. Das war's. Mal ein wieder etwas anderes Avell-Unpacking. Ich freue mich sehr über die Dinge, die ich gekauft habe. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video dann auch hoffentlich wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!